Hallo, in dem Video möchte ich euch zeigen, wie man Pfund oder amerikanisch Pound in Kilogramm umrechnen kann. Manchmal ist das ganz sinnvoll, wenn man vielleicht in Amerika im Urlaub ist. Dort wird alles in Pounds, also Pfund gerechnet. Und damit ihr so ein bisschen wisst, was das ungefähr ein Kilo ist, möchte ich euch zeigen, wie das hier umgerechnet wird. Und wir nehmen hier mal ein Beispiel von 35 Pounds, also 35 Pfund. Und wollen wissen, wie viel Kilo das sind. Und dazu müsst ihr erstmal wissen, dass 2,2 Pfund ein Kilo sind. Das wäre jetzt die Umrechnung sozusagen. Gleich ein Kilo. Schreiben wir hier nochmal hin. Und um jetzt auszurechnen, wie viel Kilo das sind, müssen wir folgende Formel anwenden. 35 Pfund mal 1 Kilo durch 2,2 Pfund. Dieses beides hier hebt sich dann auf. Am Ende bleibt über 35 Pfund durch 2,2 und dann kommen am Ende 15,9090 Periode Kilo raus. Ja, ich hoffe, euch hat die kleine Umrechnung gefallen und auch weitergeholfen. Wenn ja, gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert mich und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin!